Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Grounded. Heute haben wir einiges vor. Oh, hey, na endlich! Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass endlich mal wieder irgendwas, ich sag mal, zu essen hier ist. Oder was zu trinken. Da haben wir's. Und ja, ihr seht, ich habe hier was Neues gebaut. Einmal ein Wassercontainer oder so. Einfach durch eine Ananas, ne? Ihr wisst ja. Und dann haben wir da unten ein Blatt drin. Und somit, ja, kommt da irgendwie Wasser rein oder es bleibt da drin. Und dann einmal hier einen Marker, damit wir endlich wissen, wo ist unser Zuhause. Und das ist hier. Aber heute werden wir etwas craften. Nein, oder? Warte mal. Dö, was ist das denn? Slurp? Ey, auch diese Dose haut was raus. Ja, wie geil ist das denn? So, einmal, kurz mal Lichter machen, dann sieht es hier ein Ticken schöner aus. So, einmal will ich craften, die Gasmaske. Problem ist, wir müssen irgendwie einen Stinkkäfer finden. Keine Ahnung, wo der ist, aber wir werden ihn bestimmt finden. Und dazu natürlich werden wir zwei Waffen craften. Einmal die Spicky Sprig, die werden wir craften. So, haben wir. Und die End Club craften wir auch. So, das war das, was ich craften wollte. Denn das sind jetzt zwei verschiedene Waffen. Das ziehen wir auch erstmal an. Sieht geil aus. Die beiden. Ultimativ stark, denke ich jetzt mal. Die, ich sag mal, die von der Ameisen, die Waffe. Diese hier. Viel stärker. Und die hier geht. Ja, geht, ne? Guck mal, das ist vom Speed her. Geht. Und das ist von der Ameise her. Mal gucken. Geht. Oh, die Tür ist gleich kaputt. Aber ich habe ja gesehen, man kann ja irgendwie ein Repair-Tool bauen. Und das ist... Ja, wo das ist, habe ich keine Ahnung. Dann bedeutet das, Stinkkäfer suchen. Die sind irgendwo hier drüben. Was ist das denn hier? Warum ist das rot? Achso, das ist meins. Ja, wir müssen irgendwo hier drüben komische Käfer suchen. Und wir gehen einfach mal hin. Wir gehen nochmal zurück. Wir brauchen einen Bogen. Ohne das gehe ich nicht los. Komm her. Komm her. Können wir gleich ausprobieren. So, ein Hit. Okay, nicht ganz. Nee, warte, wir brauchen eine neue. So, komm mal her hier. Ah, Hälfte. Alles klar. Ey, Junge. Bleib doch mal ruhig. Bedeutet also, dass die Ameisendings fast doppelt so stark ist wie das Spiky-Ding hier. Krass. Hätte ich nicht erwartet. Freunde, wir haben ein. 2, 3, 4. Oder? Oh mein Gott, ich glaube, das sind sie. Vom Kopf her sollten die das sein. Warte, ich kontrolliere das ganz kurz nochmal. Vom Gesicht her könnte es wirklich sein. Wir brauchen aber LRs. Ich kann das halt nicht richtig ganz genau lesen, was das bedeuten soll. Aber sollte trotzdem kein Problem sein. Wir töten die einfach. Okay, die furzen. Ey, Ameise, ich muss ganz kurz was testen, ja? Es tut mir leid. 2, 3. Okay, 4-mal. No problem. Die machen wir auch fertig. Es schläft. Oh Gott. Ach du. Oh, die furzen aber heftig. Wir könnten uns darauf retten. Ich bin aber nicht der Meinung, dass wir uns vor einem Furz retten können. Ich weiß es halt nicht. Hey Kollege. Okay, falsch geschossen. Komm her. Komm her, Junge. Ich muss es testen. Ich muss es unbedingt testen. Hier, komm rüber, mein Freund. Hier, guck mal, hinten voll komplett aufgeladen. Du kleines Dreckschwein, du. Was sagt denn deine Mutter dazu, hä? Ja, ist schon abgehauen, wa? Kann ich verstehen. So, ich muss kurz gucken, was er macht. Was für Attacken macht er? Bis jetzt geht's ja eigentlich. Einmal hier rüberspringen. Warte, wenn er jetzt nicht springen kann. Easy peasy. Kurz so gucken. Och, süßer. Ey, der hat Zähne. Er zittert schon. Das bedeutet, nein, 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 bitte nicht schießen, bitte nicht schießen. Pech gehabt, Junge, hätte sie vorher überlegen müssen. Stinkbug. Ja, das sind sie. Bam, Junge. Noch ein Schuss. Tja, easy. Hallo. Was habe ich jetzt mitgenommen? Sick. Nein. Ich glaube, wir haben die falschen Dinger bekommen, oder? Gassack. Und dann haben wir Filas. Filas? Das ist genau das, was wir gebrauchen. Gasmaske. Filas, wir haben 2 Stück. Easy peasy, ab nach Hause. Aber bevor wir jetzt nach Hause gehen... Ach du Kacke, sind das viele Pfeile. Wie viel habe ich denn verschwendet? Ich will ganz kurz mal eine Nahkampfattacke ausprobieren. Vielleicht kriegen wir auch was ab. Es kann auch sein, dass wir dann sterben werden. Aber mal abwarten. Oh oh.
Okay, bloß weg da, bloß weg da. Pfui. Oh mein Gott. Okay, komm hier runter, komm hier runter. Komm, komm, komm. Wir werden ihn einmal attackieren. Ist mir egal, was passiert. Habt ihr das gerade gesehen? Digga, ich habe eine übelste Falle aufgestellt. Einfach auf ihn rauf und dann Angriff. Ja, Problem ist... Der Furz, der ist so heftig, dass wir dran sterben. Bam, Junge. Ja, guck mal, easy peasy, Mann. Hit, ich hab ihn gestunt. Bam, Baby. Wie geil ist das denn? Ey, der hat gar... Ja, komm, Alter, steck dir das sonst wohin. Pfui. Pass auf, wir haben ja wirklich einen getötet. Jetzt geht's erstmal ab nach Hause. Wir wissen ja, wo lang. 400 Meter weiter. Und dann gehen wir ab ins giftige Dings rein. Ich hoffe, da sind nicht noch mehr von denen. Bevor wir jetzt aber das bauen, gucken wir ganz kurz mal, was wir jetzt hier davon kriegen. Es könnte sein, dass wir eine erweiterte Gasmaske bekommen. Insektenhammer. Es kann auch sein, dass wir dadurch in die Tic-Tac-Dose reinkommen. Ich weiß es halt nicht. Können wir ja gleich gucken, was man dafür braucht. Und nichts. Schön. Kriegt man ja sehr viel. So, dann gehen wir ganz kurz mal rein. Tür zu bitte. Und... Warte mal. Slurp. Dankeschön. Was wollten wir jetzt bauen? Genau, eine Gasmaske. Wir brauchen Woven Fiber. Woven Fiber. Haben wir hier genug? Falls nicht, ist eigentlich ganz egal. Oh oh. Hört sich an, als ob da eine Spinne ist. Kurz nochmal zurückziehen. Okay, ist nun ein Marienkäfer. Alles gut, wir sind safe. So, trinken brauchen wir nicht, können wir ja später noch. Marienkäfer, Digga, ich hatte übelsten Schiss gerade. Aber gut. Marienkäfer, dann würde ich schon mal sagen, auf ins Stinkegebiet. Let's go. Hallo Käfer. Freunde, es geht runter. Nice. Ey, was ist das denn? Können wir gleich trinken? Okay. Da drüben wird also alles vergiftet hier gerade. Also, es dürften ja eigentlich keine Insekten hier sein, oder? Wenn ich jetzt so logisch denke. Es ist ja um Ratten zu töten. Ist das diesmal eine Zecke? Nee, ist auch so eine infected Miete. Also eine Milbe. Ekliges Ding, du. Nimm mal mit. Oh, noch eine. Pfui. Gehen wir weg hier. Warte mal. Wo müssen wir jetzt lang? Hier lang. Alles klar. Hier gibt es also Milben. Wir nehmen lieber die an. Jetzt die Frage. Ich trinke mal. Warte. Was ist das denn? Ach, der Explodierende. Hi, Johnny. Ach, der kleine Süße. Ey, hier hätten wir unsere Base aufschlagen müssen. Ja, Problem ist, man sieht hier kaum was, ne? Das wäre wieder dumm gewesen. Aber hier gibt es Unmengen an Trinken. So, wait a minute. Wir müssen dorthin. Irgendwas scheint ja dort zu sein. Diese Flasche, vielleicht kann man die abstellen. Was ist das denn? Mutierte Pflanzen. What the fuck? Hä? Hör doch auf! Ja, ja, explodier doch, Mann. Selber schuld. Selber schuld, mein Freund. Nee, hier scheint es jetzt gerade nichts Neues zu geben. Nö. Ist aber ein cooles Gebiet, muss ich sagen. Gefällt mir. Sieht ein bisschen düster aus. Oh Gott, ich wollte gerade sagen, haben wir eine Fackel mitgenommen, aber haben wir. So, das ist jetzt das dort. Und wir kommen dort nicht drauf. Wo ist denn diese komische Flasche? Ach, guck mal, das sind Pilze hier. So, aber jetzt die Frage. Wo ist diese Flasche, bevor jetzt das Licht runter weggeht? Da. Was steht da? A Need Killer 4. Scheiße. Oh, alles gut. Haben wir nicht viel abbekommen. Perfekte Base. Hier kann man die perfekte Base bauen. Problem ist halt, ich glaube, niemand von euch will mit dieser Sicht leben, oder? Also, ich könnte es nicht. So. Bam. Nochmal 5 ausrüsten. Und runter hier. So, zack. Nice. Ach, guck mal. Under Construction. Okay, das ist auch noch gar nicht fertig. Aber das ist fertig. Deswegen gehen wir da ganz kurz hin. Ich finde die Viecher, die es hier auch gibt, easy peasy. Hier können Milben überleben. Infizierte Käfer, die sich weiter mutiert haben. Aber ansonsten ist hier, glaube ich, nichts drin. Ein Marienkäfer ist hier. Ja, das ist hier diese Kackmilbe, wa? Ja, ja. Alter, diese Waffe ist ja ultra schwach. Ja, wir hätten es gleich geschafft. Wir müssen aber rübergehen. Kleines Jump'n'Run, wa? Tja, ich kann ein bisschen fliegen. So, 3 Steine haben wir noch vor uns. Warte, vielleicht können wir ja von hier aus schon rüber.
Man könnte es schaffen, aber hier können wir zum Beispiel... ich weiß nicht. Okay, pass auf, wir versuchen es hier einmal. Ah, ja. Ja. Gut. Man kommt da nicht drauf. So, dann noch einmal. Ha. Perfekt. Siehst du? Es funktioniert. Mal gucken. Was ist das denn da unten? Gehen wir auch gleich hin. Ich will jetzt nicht nochmal hier rausspringen. Wir kommen, Baby. Wir sind gleich oben. Wir haben es fast geschafft. Ich glaube, da scheint ein Loch drin zu sein. Wir sind jetzt, glaube ich... Nee, ich hätte ja gesagt, am höchsten Punkt der Map. Aber wir drehen uns gleich mal um. Ja gut, da hinten, wie gesagt, ist halt immer alles verschwommen. Ach, schaut mal an. Das hier ist der Weg zu dieser Bank, wo wir waren. Das ist keine Ahnung, was das ist. Das scheint auch ein Blumentopf zu... Also da, wo man irgendwas anpflanzt, ne? Das scheint eine Hütte zu sein. Das würde ich auch geil finden, wenn man das irgendwann später machen könnte, dass man da reingeht. Oder halt hier rein. Ja, zack, hier rauf. Scheint doch kein Loch drin zu sein. Okay, da kann man auch nicht rein. Jetzt die Frage. Wofür kann man hier hoch? Okay, man könnte von hier aus darüber. Man könnte aber auch von hier aus vielleicht darüber schaffen. Dafür wäre der Anschwung aber nicht so gut. Von hier aus darüber reicht aber auch nicht. Da ist eine coole Schaufel. Und das sind ein paar Rohre. Da können wir runtergehen. Und einen Rasensprenger. Aber hier, das merke ich. Warte, wir waren auf diesen Stein drauf. Ah, sind die Dinger jetzt kaputt? Okay. Okay, ich dachte, wir sterben. Okay, sofort. Okay, okay. Man kann doppelt... Ah ja, wir können fliegen. Was? okay. Ja, ja, Leute, wir können fliegen. Wusste ich auch nicht, aber bestimmt, weil wir so klein sind. Das könnte eventuell sein. Gehen wir mal hier kurz rauf. Zack. Die Rohre sind aber etwas klein geraten, ne? Wenn man bedenkt... Oder vielleicht ist das auch ein Kabel oder so. Ich denke mal, sind Rohre. Warum sind die Rohre noch nicht mal so dick wie eine Spinne? Das ist, ja. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe keine... Ich weiß nicht, was das für ein Kabel sein soll, aber... Es ist halt ziemlich klein. So, und hier drüben war irgendwo... Etwas wie ein Ameisenhaufen. Aha, eine Lupe. Das ist nicht nett, Mann. Damit kann man Tiere... ne? Ihr wisst, was ich meine. Warum gibt es hier Tiere, wenn das noch nicht fertig ist? Da ist ein Baumstamm. Wir können ja mal versuchen, da reinzugehen. Vielleicht ist das auch wieder irgendwas, was mit Spinnen zu tun hat. Hopp. Musik. Sehr düster. Dankeschön. Arme heilen, bitte. Ha? Und? Ja. Ey, warte, die... Oh Gott. Jetzt die Frage. Können wir hier raus... Ey, Leute, ich habe mein ganzes Equipment habe ich jetzt hier drin. Man kommt hier nicht raus. Es ist eine Falle. Nee, oder? Schön. Nicht ein Ausgang. Das hätten sie wenigstens machen müssen. Die wissen doch ganz genau Bescheid. Jeder will alles erkunden, ne? Und dass hier noch nicht mal ein Loch drin ist. Oh Gott. Ja, müssen wir laden wieder. Okay, wir sind hier, Leute. Es hat perfekt gespeichert. Genau vor diesem Ding, glaube ich. Ich glaube, das hier oben nehmen wir als letzte Folge sozusagen. Weil wir sind ja dann halt... Ey, wir müssen nur noch das hier machen. Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Und das hier oben. Es kann auch eventuell sein, dass erstmal die nächste Folge die letzte Folge wird. Weil wir sind ja eigentlich komplett durch. Man kann höchstens noch bauen, aber... Das war's eigentlich schon. Ich will die Welt erleben, weißt du? Deswegen, ich warte dann auf neuen Content. Wir haben ja eben gerade einen stinkenden Käfer getötet. Am Anfang. Und jetzt töten wir den nächsten. So, und zwar... Besiegen wir ihn hier. Problem ist, dass der spuckende Heini. Das ist halt ein bisschen doof für uns. Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Jo, perfekto. Wir können ihn töten. Guckt ihn seine Visage an. Guckt ihn seine dreckige Visage an. Da! Nicht spucken! Man spuckt nicht, Mann! Oh, irgendwie. Ich weiß es nicht. Ei! Du! So ist es möglich! Komm her, Junge! Deine Spucke gegen meine Spucke! Los! Komm! Ja, ja, ja! Ach, scheiße, diese Drecksäure! Das ist doch...
2 Stück. Oh, Backe. Oh, mein Stein. Das ist jetzt ein Ticken unfair. Nee, 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 komm. Steck dir das sonst. What? Ey, als erstes haben wir dem Furzmann etwas... Oh Gott, ich sollte schnell weg hier. Das Problem ist, ein Schlag, ich bin tot. Das ist halt ein bisschen belastend. Okay, das Ding will wieder weg. Komm her, Junge. Glaubt ihr, es kann hier runter? Da! Es hat mich nicht annähernd erwischt. Ach, scheiße, es ist doch schlauer. Ey, es hat mich doch nur angespuckt. Guck mal, gibt es denn irgendeine Rüstung, die irgendwie stark genug ist, es aufzuhalten? Nein, gibt es nicht. Wenn ich jetzt gucke, wie viel Defense das hat, okay. Ist eigentlich schon einer, ja okay, nicht der stärksten, aber... Ey, das kann nicht sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Komm her, ja, spuck mich weiter an. Ist nicht schlimm, ist gar kein Problem, Mann. Darfst du sogar. Komm her, du sollst nur herkommen. So, ab hier. Und bam, rauf da. Zack, Junge. Ich hasse es. Er geht wieder zurück. Er weiß, er hat keine Chance gegen mich. Naja, eventuell doch. Okay, wir sind gut. Wir sind sehr gut mit dabei. So, Stamina, 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 Stamina. Ja, gut. Wir hätten es geschafft. Bombardierbeetle. Kein Wunder, der hat seinen Namen komplett verdient. Jetzt heißt es nur noch kurz ihn töten. Da haben wir zwei, der... Einer der... Also, ich weiß ja, Marienkäfer. Furzkäfer. Säurekäfer. Und die Spinne sind die heftigsten, die es gibt. Ey, komm, dein Freund ging auch die ganze Zeit nicht hier rein. Also, bleib unten. Ich wollte gerade sagen, Junge. Bombardier, Beetle. Good night. Ich hab... Oh Gott. Oh Gott, meine ganzen Pfeile fliegen da runter. Ja, we have a problem. Gut. Wir sind safe. Wo? Wo? Oder ist es nur eine Milbe? Warte, wo ist der Körper? Ameise, das ist nicht dein scheiß Ernst, oder? Ich habe von dort aus geschossen. Hier oben. Da ist sie. Hab ich... Okay, haben wir. Nice. Was kriegen wir? Bombardierpart und Glanz kriegen wir. Ich bin tot. Ich lebe noch. Oh mein Goodness. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Wie ist das denn möglich? Ich glaube, weil ich einen Helm jetzt aufhabe. Ich habe diesmal einen Helm auf. Wir haben es überlebt. Wir haben eine Attacke überlebt. Okay, ich scheiße auf meine Pfeile. Ich habe keinen Bock drauf. Kann ich mir genug wiederherstellen? Ja, okay, die nehmen wir noch kurz mit. Ach, Arbeiterameise. Ist doch nicht dein Drecksernst. Warte, pass mal auf. Komm her. Ich hab deine eigene Waffe, Junge. Mitten in die Fresse rein. Ja, hättest du jetzt nicht gedacht, ne? Hilft denn? Er ist gesandt. Bam, Baby. Was will der Junge? Er greift zwar gerade nicht an, aber kann ich mir auch vorstellen, Alter. Er kämpft gerade sozusagen gegen seinen Bruder oder Schwester. Dann gehen wir jetzt ganz kurz hier nochmal rein. Wir haben ja, wie gesagt, neue Sachen. So, zeig mal her. Was kriegen wir dadurch? Bestimmt eine neue Rüstung, würde ich sagen. Ein Jeffrey Rack und ein Stuffed Bomb. Okay, keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Bestimmt zum Fleischtrocknen oder so. Kann möglich sein. Und, na, nichts Besonderes. Schade. Ja, willkommen zurück in unsere Base. Wir haben es überlebt, Alter. Ich bin gespannt in der nächsten Folge, was wir da oben erleben werden. Und, ja, ansonsten haben wir hier echt nichts weiteres, ne? Ja, da bin ich halt wirklich gespannt. Wir können ja hier mal gucken, was wir hier halt machen. Ob wir eine neue Rüstung herstellen, damit wir einen Ticken stärker sind. Aber, läuft auf jeden Fall. Unten links, alles fertig. Hier alles halb fertig. Also, ja doch, hier haben wir alles fertig, kann man sagen. Ist ja under construction. Hier im Wasser ist ja eh nichts. Aber wir werden nächste Folge hier komplett einmal einen Rundgang machen. Und mal gucken, was da so alles sich befindet, ey. Naja, Freunde, da würde ich schon mal sagen, das war's wieder von einer weiteren Folge Grounded. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal.